Ja, Happy Birthday an die UN-Behindertenrechtskonvention. 10 Jahre ist es jetzt schon her. Es war ein wahnsinnig wichtiger, symbolischer Schritt in Deutschland, das zu unterschreiben, das umzusetzen, weil dadurch natürlich auch das bei den Köpfen in unserer Gesellschaft da natürlich auch ein Umdenken einfach passieren kann. Und ich glaube, es war einfach in der Hinsicht ein ganz wichtiger Schritt, dass man in der Kommunikation viel offener damit umgegangen ist und dass einfach eine Person mit Handicap, mit Behinderung einfach nichts Schlechtes oder nichts Schlimmes ist, sondern es ist eine Besonderheit, auf die muss man manchmal in manchen Stellen vielleicht etwas mehr eingehen wie an anderen Stellen. Aber nichtsdestotrotz hat es den Weg geebnet, dass wir jetzt, dass fast kein Unterschied mehr gemacht wird. Und ich glaube, das ist ganz arg wichtig und da müssen wir dranbleiben. Und dann auch von unserer Seite, von den Leuten von der paralympischen Seite, dass die eben auch darauf achten, mit allen Vor- und Nachteilen, Inklusion und dann klappt es auch.